Liebes Berlin, was ist nur aus dir geworden? Die Dunkelheit hat dich verschluckt, der Hass hat dich zerfressen und die Trauer hat dich besiegt. Es herrscht nur Leere und Gewalt. Hass und Zorn regieren deine Straßen, Hoffnungslosigkeit in den Herzen aller Menschen. Du wurdest allein gelassen, deine Helden haben dich verlassen. In den Herzen der Menschen lebt keine Hoffnung mehr. Und ich frage mich, hast du es verdient? Ich will wieder Sonne über deinen Dächern sehen, lächelnde Kinder, feiernde Menschen. Aber dafür braucht es einen Helden, der sich für nichts zu schade ist, der die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Wir brauchen einen Helden, der stark ist wie Herkules, klug wie Odysseus und schön wie Adonis. Wir brauchen Vadik. Filmst du mich? Jetzt hast du verstanden, ja? Gut. Sehe ich hübsch aus? Ich sehe schon hübsch aus. Sag, dass ich hübsch aussehe. Was? Ich weiß schon, dass ich hübsch aussehe. Du fragst bestimmt, warum, Vadik, machst du jetzt Video? Ich erzähle dir, aber das ist eine traurige Geschichte. Deswegen machst du alles so im Schnitt schwarz-weiß mit so regen, trauriger Musik. Obwohl, mach ich selber, weil ich selber schmeißen kann. Ich hab gesagt, alle verlassen Alexanderplatz! Du kennst schon mich, Vadik, Hausmeister. Hilfe! 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 Ich habe überall Ordnung gemacht, am Alexanderplatz, am Cottbusser Tor, in Marzahn, überall in Berlin. Und dann, wo ich alles schon erreicht in meinem Leben habe, wo es überall Ordnung war, dann habe ich verstanden, Vadik, guck dich an. Du hast alles in deinem Leben erreicht, aber dein Herz ist noch leer. Du hast gar keine Ordnung in deinem Privatleben gemacht und dann habe ich verstanden. Ich muss meinen Traumfürzchen Raquel Heiratsangebot machen und ich wusste, sie will mich, weil es gab schon viele Zeichen dafür, dass sie mich will. Und ich habe mich vorbereitet zu Hause, ich habe meine Schnorres gekämmt, ich habe meine Tomaten poliert. Sorry, Schatz, aber dieser Tag musste kommen. Ich habe eine andere. Und ich liebe sie. Und guck bitte nicht so mit Vorwurf. Du weißt, sie ist mir sehr wichtig. Wir hatten schöne Zeit zusammen, aber ich liebe nur eine Frau. Willst du meine Frau werden? Aber natürlich. Ich wusste das, weil ich das gesagt habe. Da war eine Tragödie, die mein Herz kaputt gemacht hat, weil irgendwelcher Bastard hat schon ihr Vertragsangebot gemacht und ich wusste nicht, was ich machen soll. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. And if you can't come with me, I'll understand. I'll understand. Es gibt nur eine Sache, auf die ich verlassen kann, meine Pomidoren. Und ich habe gesagt, ich gehe, ich isoliere mich von dieser Gesellschaft, ich gehe offline, ich werde analog und ich werde die beste Tomate, die es gibt, selber züchten und dann wird sie sehen schon, wenn sie verloren hat, weil ohne Tomaten ist auch kein Leben.
Ich war 2 Jahre offline, ohne Computer, aber dann konnte ich nicht mehr aushalten. Ich musste was im Internet recherchieren für molekulare Struktur der Pomidore. Das ist für die Recherche! Ich verstehe schon, warum da Stroh liegt. Aber warum hat er die Maske auf? Ich muss rausfinden. Und dann habe ich gesehen, es ist so viel Scheiße auf dieser Welt passiert. Trump ist kein Präsident mehr. Unbekannter Virus, K-Pop, Kapital Bra hat nicht mit Rap aufgehört. Aber das Schlimmste war, dass auf Alexanderplatz haben sie eine Polizeistation gebaut. Die Polizeiwache auf dem Alexanderplatz ist eröffnet. Das graublaue Gebäude mit einer Fläche von etwa 70 Quadratmetern wurde in 99 Tagen errichtet und kostete 1 Million Euro. Meine ganze Arbeit war umsonst und Wolfgang der Hurensohn hat einfach nicht geschafft, meine Ordnung, was ich gebaut habe, diese Fundamente, die ich jahrelang Backstein für Backstein aufgebaut habe, hat er einfach verkackt. Berlin, ich rette dich. Musst du kontrollieren. Ich bin wieder da! Hallo? Weil ich das gesagt habe.